Heute Morgen kam sie an, die Sony RX10, Camcorder Killer genannt. Ich war sehr gespannt. Ich hatte bereits Testergebnisse und Videos gesehen, aber ich überzeuge mich gerne selbst von der Qualität. Das Erste, was mir beim Auspacken auffiel, war das Gewicht der Cam. Höher, als ich erwartet habe. Zwar nicht so schwer und groß wie meine Canon 550D mit dem großen Objektiv, aber trotzdem ein ganz schöner Brocken. Dann erst mal mit dem Menü beschäftigt und hier weckt die Cam schon mal Erwartungen, denn die Einstellmöglichkeiten sind mit meiner 550D gar nicht zu vergleichen, gehen weit darüber hinaus. Das fängt damit an, dass man auch Fotos im 16:9 Format machen kann, sich eine optische Wasserwaage auf den elegant ausschwenkbaren Monitor zaubern kann, Panoramafotos und natürlich für Filme mit der Einstellung Full HD 50p. Zunächst nun mal Fotos verglichen. Hatte mir eine Grenze gesetzt, das heißt, die Fotos sollten nicht so schlecht sein, dass ich gar nicht damit leben könnte. Halt im Vergleich zu meiner teuren Canon-Ausrüstung. Die Canon-Fotos können mit der RX10 nicht mithalten. Diese sind einfach umwerfend, hätte ich nicht gedacht. Fangen wir beim Objektiv an. Jetzt wird auch klar, warum es so schwer ist. Durchgängige Lichtstärke über die gesamte Brennweite, 24 bis 200. Das ist wirklich eine tolle Sache. Dann die Farben, typisch Sony kann ich nur sagen, sehr natürlich. Die Schärfe ist sehr gut. Dann die für mich wichtigere Videofunktion. Erste Vergleichsaufnahme mit meinem damals als Testsieger bezeichneten Panasonic TM700. Zeigen Unterschiede in Schärfe, Farbtreue und natürlich der Bedienbarkeit. Die TM700 ist ein hervorragender Camcorder. Trotzdem gehen auch hier die Punkte an die Sony. Einmal wegen der Farbnatürlichkeit, dann wegen der Qualität insgesamt. Die Zoom-Aufnahmen verlieren nicht an Detailschärfe und Kraft und dann kommt hier noch das Spiel mit der Schärfentiefe hinzu, was natürlich professionell wirkt. Diese Cam ist die perfekte Ergänzung zu meiner GoPro, die ich als Action-Cam benutze. Um jedoch vernünftige Filme zu machen, braucht man halt eine solche Cam wie die Sony, denn auf Zoom, wenig Verzerrung und die anderen Features kann man dann nicht verzichten. Ich bin wirklich begeistert, hätte das so nicht erwartet. 1000 Euro finde ich momentan sehr viel, aber trotzdem begeistert das Teil auf der ganzen Linie.